Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Together-Folge von ARK. Ja, das nennt man denn eine Ansagensprengung. Wie ihr schon hört, der liebe Velcro ist wieder mit dabei. Ja, moin. Da ist ein Rex hinter mir her, den will ich jetzt vielleicht doch alleine nicht angreifen. Ich weiß nicht, welches Level er hat. Sollte er eigentlich schaffen. Also wenn du merkst, dass Lady bald drauf geht oder du es nicht schaffst, dann ist sie schnell genug, um wegzulaufen. Die liebe Xyra ist auch da. Auch der ist Level 12, okay. Wie ihr hört. Ja, und hallo. Und der liebe Bad, der da hinten wartet, da wir leider ein Kätzchen in der Höhle lassen mussten. Das wollte nicht mehr raus. Moin. Der wird jetzt gleich per Flugtaxi abgeholt. Ja, eventuell der Yogita wollte in Richtung Basis sich aufmachen und dann Lufttaxi. Und ich muss gucken, wie ich ohne GPS, siehst du, nach Hause finde. Ich laufe genau du, die falsche. Ach, da ist er doch. Bist du schon Grüne. Losgerannt oder was? Ja. Sonst hättest du mein GPS gekriegt. Nee, ich sehe ja den grünen Pylon jetzt. Also jetzt schafft's ja auch. Ach, da hinten. Jetzt schaff's ja auch ich. Navigation jo. Anhand von markanten Punkten. Kommt mir vertraut vor. Ja, ein Kinn zum Beispiel. Immer der Nase nach. So, was haben wir gelernt aus der letzten Folge? Doch keine Tiger Bad in der Höhle. Bad keine Kätzchen an. Ja, komm, ja, dafür konnte ich ja nun nichts. Genau, Bad reitet ab sofort mit eigenen Dinosauriern aus. Nein, ich habe ja gesagt, es ist nicht ganz so schlimm, wenn Khaleesi stirbt, aber... Oh, es tut doch ein bisschen weh. Natürlich tut es weh, vor allen Dingen... Nee, das mag sie hatte diese sagen. Schöne Kriegsbemalung. Aber Hauptsache ist wirklich, dass Amun nicht stirbt, weil das wäre irgendwie so der zweite also Kehrer-Verlust auf der einen Seite finde ich es ja, sie ist ja noch nicht tot. Das ist ja das Problem. Ja, aber sie lebt ja noch nicht raus. Ja, eben. Also eben, das ist das Problem. Sie ist ja noch gar nicht tot. Deshalb sollte man eigentlich auch gar nicht darüber reden, als wäre sie tot. Aber ich mag jetzt auch nicht darauf hinweisen, dass sie langsam verhungern wird. Und das ist auch scheiße. Doch, ich denke, wenn sie auf neutral gestellt ist, wird da unten ganz schön genug Futter sein. Ja, ach, stimmt. Gut. Hast du recht. Und wenn sie sich gar nicht bewegt... Gerade zu blau oder zu... Grün, das müsste du hättest sie auf aggressiv stellen sollen und der nächste, der da aus seiner Hütte und reingeht, wird zerfleischt von ihr. Nee, ist alles richtig. Keiner wird mehr diese Artefakte bekommen. Rubberbanding. Man wird sich noch von. Geschichten wird man sich noch davon erzählen. Das heißt, da musst du aufpassen. In die Höhle will ich nicht reingehen. Ja, wieso? Mit Boas komme ich klar. Nee, da ist ein Säbelzahntiger drin. Das aber ist, da wird man sich. Aber, haha. Ist auch schön irgendwie, ne? Oh, ein Ei. Was ist denn das hier? Ankylo. Okay. Oh. Lex. Ja, Freunde, ihr hört das schon. Also heute macht es wirklich keinen Spaß. Nee, nein, heute ist wirklich schlimm, ja. Also wir sind ja sonst sehr große Freunde von diesem Server und auch die Serverbetreiber können ja nicht mal nichts dafür. Aber das, was heute hier los ist, das geht echt auf keine Kuhhaut mehr. Nee. Ich schaff gerade keine 2 Meter. Also, ach, weil ich vor einem Tor stehe. Wenn ihr dem ARK-Forum helfen wollt, bewerbt euch da als Praktikant. Die haben im Serverkeller unten einen schönen Kohlenofen und da muss immer kräftig nachgeschippt werden. Dann läuft's auch. Und die brauchen halt dringend Leute. Wieso? Läuft der Server noch über 3.11? Ach, Mensch. Also eigentlich hatte ich gerade zwischen den Aufnahmen gesagt, ich bin für die letzte weg, weil ich auf diesen Scheiß hier gerade überhaupt keinen Bock mehr habe, aber ich bin jetzt noch da und ganz ehrlich, ich bereue es zutiefst. Ja, ich hoffe echt, die kriegen das demnächst mal hin, weil das ist, also heute ist echt schon wieder die Hölle. Das ist also das liegt nicht am Server, das soll wohl mehr am Spiel liegen. Weil da irgendein Code amok läuft und irgendwelche Logs vollwirft oder so. Ja, merkt man. Passt gar nicht. Da ist jetzt die schöne Frage, und man muss ja auch... Ja, Entschuldigung? Ob, wenn da jetzt ein Code die ganzen Ereignisse lockt, sind diese Logs notwendig, ist da die Frage. Die Frage ist ja auch, ist es Code oder ist es Code? Ja, Code. Definitiv Code. Ja, du weißt, in welchem Spiel wir uns befinden. Also Code. Ja. Eiskalt.
Boah, der Stego ist aber sauer auf mich. Da kommt der angeritten. Hast du ihn eingeklaut? Nee. Hab ihn angegriffen und dann habe ich ihn ignoriert, weil er kam. Und das fand er nicht gut. Er wollte nicht ignoriert werden. Er wollte doch noch getötet werden. Ja, erst anhapsen und dann ignorieren. Das ist auch schon ein bisschen unhöflich. Ja, wenn schon, dann ganz. So, ja, aber man muss sagen, wir haben ja auch viele Spieler hier. Wir haben unheimlich viele gezähmte Dinos in diesem Spiel. Und das ist ja auch kein Wunder, dass es da mal Lecks gibt. Und ich meine, auch wenn Bat da schon mithilft und versucht, so viele wie er kann zu dezimieren, aber... Könntest du vielleicht mal den Finger aus der Wunde nehmen? Ja, aber mal Lex ist ja okay, aber das, was hier die letzten zwei Tage, also ich muss sagen, gestern war es auch schon, deswegen war ich gestern auch nur eine Stunde online, weil ich, ja, war mir halt zu blöd. Ja, weil wenn es am Spiel, wenn's am Spiel selbst liegt, dann bist du ja auch als Serverbetreiber machtlos. Oh, hier ist ja klar. Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es so einfach keinen Spaß macht im Moment. Ich hau den Dreck hier gleich in die Tonne. Ja, dann du. Da, ich laufe gegen imaginäre Bäume. Oh, jetzt fängt meine Katze an, das zu fliegen. Guckst du, achso, was hast du denn geschrieben im Chat? Danke, kommt Jori denn, oder? Ja, der kommt, der ist unterwegs. Er ist tot, Jim. Wer ist tot? Er ist tot, Jim, ist aber immer gut, der Satz. Also ich kann euch definitiv sagen, ich hänge hier jetzt gerade in einen Wald. Ich bin hier nur am Rubberbanden. Nach dieser Aufnahme ist für mich hier heute definitiv Schluss, egal wo ich da gerade stehe. Ich bin auf der Raptoreninsel schon. Ich werde hier nur, also guckt euch diese Aufnahme an. Ich werde hier nur zurückgeschmissen. Das, nee, sorry. Also, habe ich keinen Bock drauf. Ja, wie gesagt, ich bin eben 2 Minuten lang, bin ich immer auf einer Stelle hin und her gerubbelt, bis mir dann mal klar wurde, ach, hier ploppt ein Tor auf. Ja, ich bin mitten im Wald, also. Ich bin jetzt am Nordtor. Hoho. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause und glücklich darüber. Ich bin auch quasi auch zu Hause. Alter, das... Grrr. Meine Skala wächst gerade. Standbild. Mir ist auch gerade mal aufgefallen, ich soll vielleicht mal stehen bleiben, denn ich habe gerade noch nicht mal Grastextur hier im Dorf. Auf einer Skala von 1 bis Grrr bist du bei Arg. Ja. So, ne? Wobei der Ping geht eigentlich. Wir haben einen Ping von 75. Das ist eigentlich sogar recht passabel. Das ist überhaupt unsere Base. Ja, aber die müssen doch irgendwie mal da irgendwie hintersteigen. Also Bescheid wissen tun sie ja. Sag mal, habt ihr jetzt die Mauer um den ganzen Hügel gezogen? Ist das richtig so? Ja. Achso, hast du das noch gar nicht mitgekriegt? Nee, wann war denn das? Vor 2 Tagen. Oder vor 3 Tagen. Den ganzen Berg eingenommen? What the fuck? Und wer hat hier oben gebaut? Wer da gebaut hat, kann sein. Das. So, ich brauche hier jetzt nur noch für 2 Kätzchen Platz. Also ich weiß zumindest, wo ich bin. Wo bist du? Ich bin an der Stelle, wo ich im Let's Play auch baue. Also von da aus ist es nicht mehr so weit. Jetzt muss ich nur noch richtig laufen. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also die Probleme habe ich zum Beispiel im Solo nicht. Nee, das stimmt. Nee, der spielt selber auch nicht auf dem Server. Nee, natürlich nicht, klar. Aber das, Also ist aber die Frage, ob das nicht der Netzwerkcode ist, der da so amok läuft. Ja, gehe ich nämlich eher von aus, dass sie mit den Sync noch arge Probleme haben. Boah. Du kannst das hier echt knicken, so. Also es. Ja. Also eigentlich wollte ich ja irgendwie in der vorletzten Folge schon mal einen Haus weiter gebaut haben. Aber. Wird irgendwie nichts, okay. Naja, wir haben ja unseren schönen Ausflug gemacht. Das war ja auch eine tolle Sache. Also ein bisschen Fleisch. Wenn er auch leider nicht so erfolgreich war, wie wir es uns erdacht hatten. Also ich glaube wirklich, dass hier irgendwo Bäume auftauchen, die nicht richtig angezeigt werden und ich deswegen immer zurückgeworfen werde. Oh, ein Äffchen. Tot. Oh, an dem bin ich auch vorbeigekommen. Und da hat es aber noch gelebt. Level 32? Also nö, Level 8. Ach so. Ich hoffe, dass die Aufnahmen diesmal ordentlich gelaufen sind, denn beim letzten Mal, als ich diese ganzen... Oh Gott, als ich hier diese ganzen Lecks hatte, sind die Aufnahmen richtig verruckelt gewesen. Ja, also, hatte man mir auch schon geschrieben. Kann man halt relativ wenig machen dann. Yay. Also ich werde mir definitiv von bei euch die eine Folge hier auch angucken. Und noch ein Äffchen. Oh, ich habe gar keinen Spark Powder mehr, stelle ich fest. Obwohl doch, ich müsste noch irgendwo 200 haben.
gleich. Es lässt einen aber schon ein bisschen mit dem Gedanken spielen, doch lieber solo lokal zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Just in diesem Moment ja. Mhm. Also ich würde auch ehrlich gesagt ganz gerne, bevor wir die nächsten Aufnahmen machen, dass man sich vorher hier auf dem Server mal trifft und ein bisschen so Sachen macht und wenn das genau so abläuft, dass wir dann die Aufnahme gar nicht anfangen. Ja. Weil es endet, so leid mir das tut, für auch vielleicht für die Zuschauer, die das sich ganz gerne hier angucken, aber es endet im Frust und ihr kriegt es ja gerade mit, also ich bin soweit, wenn ich in der Basis bin, ich breche die Aufnahme ab, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, weil wenn ich heute überhaupt noch ankomme. Ich kann ja nicht mal ins Wasser, ich kann ja nicht mal schwimmen. Also wir möchten da nochmal festhalten, das liegt wirklich nur an den Lecks. Das ist nicht so, dass keiner von uns Bock hat, hier zu spielen irgendwie so. Nee, ja, nein, wir haben so ja an dem Let's Play haben wir ja mehr Lust als irgendwas anderes. Das merkt man ja vielleicht auch, ne? Wenn es läuft, merkt man das wahrscheinlich. Och, fand ich ja auch ganz unterhaltsam. Ist halt sehr schade, dass die Katzen da jetzt. Also mal ein kleiner Leck kann ich mitleben. Definitiv. Aber das, was jetzt hier gerade passiert, das ist echt abnormal. Ja, das hatten wir das letzte Mal, ich weiß gar nicht, vor 4 Wochen oder so gehabt, ne? Also, dass es so extrem war. Also so schlimm wie jetzt habe ich so das noch nie. So extrem, nee, wollte gerade sagen, so extrem hatten wir das selbst da ja noch nicht. Ja, man könnte auch meinen, das wird schlimmer, ne? Guck dir meine Folge an. Guck dir die dritte Aufnahme davon an, dann wirst du sehen, ja, wie das bei mir hier abgeht. Also, es kann mir keiner erzählen, dass er bei sowas dann überhaupt noch Lust auf das Spiel hat. Oh, ein Ei. Das nehme ich jetzt zur Strafe mit. Also jedenfalls war ich auch schon überlegen, ob ich mir das jetzt antun möchte, mein Haus umzurüsten. Wer weiß, was dabei alles schief geht, dachte ich mir so. Aber von der Idee her wäre es eigentlich schon eine ganz gute Sache. Also ich bewege mich jetzt so langsam. Ich bin bei den ganzen Brontos jetzt hier am Eck. Weil ich habe alle Materialien zusammen, die ich brauche für ein vernünftiges Haus. Willst du denn komplett umziehen oder einfach nur umbauen? Ich war erst überlegen, ob ich. Gut, da wusste ich noch nicht, dass wir jetzt den Berg hier ausgebaut haben. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Aber da oben alleine wohnen will ich auch nicht, weißt du? Also, ja, gut. Dann bleibe ich lieber bei euch hier. Außen habe ich hier die Infrastruktur, Wasserleitung und so. Von daher baue ich gar nicht woanders, sondern ich mache das eine Reihe breiter. Und ich will das Dach oben aber abreißen. Aber wenn ich das jetzt anfange. Da muss ich auch jetzt dicht machen wieder, ne? Aber eigentlich wollte ich anfangen, das Ding jetzt mal abzureißen, ja. Aber dann müsste ich es heute Abend noch, obwohl, ich kann doch mal ein paar Nächte ohne Dach leben, ne, oder? Das sollte nicht das Problem sein. Eigentlich nicht, nein. Also, Xyra, dein Bad-Affe ist hier vor der Tür. Okay, das ist nicht mein Affe. Das ist dein Affe. Nein. Der heißt Bad, das ist dein Affe. Hallo, hallo, hallo. Oh, hallo? Alina hat gleich 2 Eier gelegt. Wie zuvorkommend. Ich bring dir den mal wieder mit, ne? Ich muss hier mal eben. Ich werde ihn mal töten müssen. Ich bin mal eben auf Money. Was, du willst Bad umbringen? Ich weiß nicht, ob den Zuschauern das so gefällt. Ach, brauchst du Hilfe? Also ich rede jetzt von. Man soll immer helfen, wenn. Also. Ich rede jetzt von dem Gigantopithecus, nicht den Affen, der neben mir sitzt. Hallo? Was ist denn. Auch noch dabei. Ich finde das gerade gut. Was ist denn. Was zum Henker ist ein Gigantopithecus? Gorilla. Diese Bigfoots. Gorillas hier. Ach, der kann. Ein bisschen mehr Fleisch. Guck mal, dann kann ich. Hast du die. Oder hast du die auch noch nicht mitgekriegt? Dann kann ich die Xyra auch gleich wieder mitbringen. Welt kriegt doch sowieso nicht viel mit. Ja, und Xyra muss auch gekillt werden. Ja, finde ich auch. Die ist viel zu fett für die Welt. Könnt ihr ein bisschen lauter reden? Ich verstehe euch kaum. Ihr seid so garstig manchmal. So garstig. Wieso wir? Ich weiß nicht. So, Jorgi, mein Lieber, wo bist du? Findet er dich vielleicht nicht? Achso, Fleisch. Bert, kann ich dir noch was Gutes tun? Warte. Ach, glaub ich sehe ihn. Wieder im allgemeinen Chat geschrieben, aber egal. Ich finde das. Achso, Fischbecken. Oh, einmal ganz rumdrehen ist auch nicht leicht. Fischbecken kann ich da auch gleich nochmal auf. Nein! Too heavy to jump. Oh, ich kann mich gar nicht mehr bewegen jetzt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen!
Oh, oh. Was denn? Was denn? Was denn? Was habt ihr denn jetzt gemacht? Koro, du bist das größte Arschloch, das es gibt. Ich weiß. Was hat er jetzt gemacht? Ich wollte rauslaufen und er hat Syrer den dicken Affen direkt vor die Tür gestellt. Oh, wie geil. Sag mal, wie lange bleibt so ein Loot-Paket liegen, wenn ich es hinwerfe? Ein paar Minuten oder? 2 Minuten. Ich glaube 3 Minuten, okay. Also wenn du raufguckst, dann steht das da auch, wann es despawnt. Na gut. Oh Gott, hab ich mich gerade Doggy! Oh, so kannst du doch nicht tun, Goro. Natürlich, hast du mein Lebensretter. Oh. So, also, irgendwie sieht das hier im Dorf jetzt auch gerade total merkwürdig aus, also... Hast du vielleicht keine Grasstruktur? Ja. Oh. Das hatte ich nämlich auch. Ich musste einen Augenblick stehen bleiben, also bis hier, die geladen wurde. Gut, bin bereit. Ich glaube gerade nicht mal, dass es jetzt unbedingt am Spiel liegt, sondern ich glaube eher, dass der Server ganz gewaltig irgendwo Probleme hat. Hm, könnte, kann sein, man weiß es nicht. Ja, vielen Dank dafür. Weil ich werde mich jetzt definitiv hier in meine Hütte stellen und dann ist Feierabend, weil es hat hier echt keinen Sinn, das ist das Problem. Du musst nach 4 Minuten irgendwie durchhalten. Ja, dann laufe ich 4 Minuten im Kreis. Das ist, ach ja, dann Club. Bleib lieber 4 Minuten stehen, dann ärgerst du dich weniger. Nee, denn ich kann ja die Zeit nutzen, die Leute, die kennen ja meine Hütte hier noch gar nicht. Mein neues Haus zu zeigen. Und meine Bilder. Wie Bilder? Ich hab gemalt. Bilder. Du hast gemalt? Ich hab gemalt. Okay. Das wir haben einen Künstler unter uns. Also, oh, sieht ihn an, er ist künstlerisch begabt. Also Bad hat vorhin gesagt, das gefällt ihm. Mir gefällt es nicht, deswegen wird dieses komische Bild auch abgerissen. Was ich da oben hingemalt habe, das gefällt mir eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Das ist etwas, das kann man so mal lassen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal versucht, auf so ein Brett da zu malen? Wie scheiße schwer das ist. Hab ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Nee, hab ich deswegen, auch noch nicht. Deswegen, von daher finde ich das super, was er da gemalt hat. Könnt ihr euch ja mal angucken, wer auf jeden Fall in der Stadt, im Dorf, ja, kann man schon Stadt sagen. Ich geh mal ein bisschen auf Abstand. Ja, mittlerweile schon. Den kann man auch mal durchs Fernrohr sehen. So, also da muss ich auch weg hier. Da muss ich sagen, das gefällt mir. Dex. Ah, Trick 17. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Bin ich schon zufrieden mit. Ja, kann man lassen. Das andere kommt noch sicherlich wieder weg. So. Oh, so, ich bin wieder zurück. Außenwände sind auch größtenteils weg jetzt bei mir. Und wie gesagt, ich werde das Erdgeschoss komplett in Stein machen. Dann hättest du doch die Wände einfach nur ersetzen können. Ja, will ich ja auch. Ich reiß jetzt oben aber das Schrägdach ab, weil das kommt ganz anders. Ah, ja, da haben wir jetzt ja auch ordentliche Dachstrukturen. Richtig. Genau. Richtig. Deshalb, dann möchte ich das hier mal nutzen und auch das Innen anders mal einrichten und mir dann, ich habe mir auch schon das Mitti gebaut, die kann ich halt nur noch nicht stellen, weil dafür muss ich erstmal den Rest des Hauses dann haben. Und meine Kacke kompostiert nicht mehr. Eigentlich müsste man sowas ja ganz gut auch bei Server-Alex bauen können, ne? Was hat sie gesagt? Meine Kacke kompostiert nicht mehr. Ja, das war alles ein bisschen anders geplant. Das ist, mit der Kacke war anders geplant, oder? Nee, die braucht ein bisschen länger jetzt, habe ich das Gefühl. Mhm. Sprichst du mit uns, oder? Nee, ich habe jetzt mit Xyra. Mit mir, glaube ich. Es ging um die Kacke, die nicht mehr kompostiert. Schaut ihn an, er spricht nicht mit uns, er spricht mit Xyra. Ja, man sucht sich seine Freunde aus. Meine Lieben, wie sieht es aus? Sagen, seine Freundin sucht man sich auch aus. Ja gut. Selbst ja du. Gut. Wollen wir spannend? Der Bad kann sich das leisten. Ich hänge hier jetzt an der Leiter, also jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ja, das stimmt. Oh, danke. Ja. Was kommt jetzt? Komm, ich warte jetzt drauf, dass noch irgendwas nachkommt. Nein, bei mir nicht. Nichts. Also, ich hab dieses unterdrückte Lachen schon gehört. Aber nicht bei mir. Nein. Diese Folge wird definitiv bei mir den Titel tragen, Don't Watch. Weil es ist in dieser Folge absolut Chaos. Ja, das stimmt. Ja. Okay, Abspann? Abspann. Abspann. Ich hab angesagt, ihr sagt ab.
Was? So, ihr Lieben, wir verabschieden uns aus einer wunderbar schönen Folge Ark. So entspannend. Ihr merkt, ich bin super begeistert. Boah, ich bin super begeistert. Und Daumen drücken, dass nächste Woche wieder alles besser wird. Auf jeden Fall. Wenn euch das genauso genervt hat wie uns, gebt einen Daumen nach unten. Was? Nein! Nach unten! Nein! Nach oben! Wenn euch das genauso genervt hat wie uns, dann gebt einen Daumen nach oben. Das klingt aber so falsch. Ja. Das ist total widersprüchlich. Das ist Werbung. Genauso funktioniert dieser Markt. Weißt du doch. Werte Zuschauer, achtet nicht auf die, die ist geistig verwirrt schon durch diese Lags. Die hat auch gerade ein Rubberbanding im Hirn. Ja. Wenn es euch genauso genervt hat, Daumen nach oben, definitiv. Oder schreibt einfach unserem Admin eine freundliche Mail. Nein, ist nicht gut. Entschuldigung, Tom. Ich sehe uns schon vom Server fliegen, weil wir eine Spamflut angekündigt haben. Oh ja. Okay, Leute. Na gut. Ich finde, man kann sich zumindest mal mit einem, wenn ich denn hier auf meinem Balkon komme, mit einem schönen Bild verabschieden. Ich habe von meinem Haus einen wunderschönen Ausblick auf den Turm von Run gerade. Weil ich ja kein Dach mehr habe. So, dann kann ich hier Skamma auch nochmal wieder runterstellen. Ach ja, das stimmt. Skamma, richtig. Oh. So. Besser. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Daumen hoch und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ohne Lags. Eben. Ohne Lags. Gut. Tschüss. Okay, tschüss. Horrido.